Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders, TFLP, euer Ding am Start. Wir sind letztes Mal, wir waren noch vor dieser Eiswand auf jeden Fall. Wir haben unseren dicken neuen Handschuh. Jetzt können wir allen eine dicke Brofist geben. Ja, und dann machen wir jetzt. Suchen wir da unseren komischen Boss. Und dann wird alles nice, glaube ich. Oder? Zack, zack. Okay, da ist eine Kiste. Da will ich auf jeden Fall hin. So. Open the fucking door. Haben wir hier nicht schon mal? Warte mal. Hier waren wir doch schon mal. Ah, ich kann jetzt da unten, oder? Kann ich da unten jetzt das aufbrechen, ist die Frage. Bin kurz maximal verwirrt. Kann ich unter Wasser irgendwas tun? Sowas so. Wo? Oh, nein, kann ich nicht. Oh, man kann sogar schnell schwimmen. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss. Ich muss irgendwie das Wasser ab. Oh, da oben ist noch ein Raum. Okay. Aber wir sind ja durch diese Eiswand gegangen, jetzt sind wir hier. Da unten sind, ich muss irgendwie das Wasser ablaufen lassen. Aber wie, ist hier die Frage. Warte mal, war das nicht letztes Mal noch offen? What? Huh? Ich bin irgendwie maximum verwirrt. Es kommt mir so vor, irgendwie als ob die Map jetzt andersrum wäre. Also von unten zumindest, aber ich liege sicherlich falsch. Okay, hier oben waren wir, ja, da kommen wir erstmal nicht hin. Aber hier sind jetzt wieder Gegner, also ist das doch eigentlich gut, oder? Wieso kann ich hier eine Aktion machen? Oh. Ah. Ich kann die so auseinanderbrechen. Das ist nice. Aber wo müssen wir jetzt hin? Hier ist auch nichts. Von da sind wir gekommen. Vielleicht sollten wir auch gar nicht da reingehen. Vielleicht sollten wir woanders hin. Ah, hier ist noch eine Wand. Ah. Jetzt fließt das Wasser ab. Yes. I understand now. I get it. So, jetzt können wir einfach hier runter, weil wir das... Sehr gut. So. Yes. Aber ich will noch zu das eine, da war doch noch eine Kiste. Ja, die hätte ich fast vergessen. Haha. Das Ding ist, ich frage mich, ob unten auch irgendwas ist, aber kein Bock. Aber oder vielleicht habe ich doch Bock. Was habe ich? Die Karte. Ach ja. Das heißt Karte. Wir sind hier und da überall waren wir noch nicht.
Scheiße, das ist ja noch voll viel. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch hin demnächst, oder? Na egal, wir gucken erstmal. Boah, da unten ist was. Ich habe was gesehen. Okay, das gibt wieder Seelen. Seelen ist immer gut. Gut, 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 gut. Seelen sind gut. So. Jetzt können wir aber hier hin. Und... ich weiß halt nicht, ob ich das Zeug erst aktivieren soll oder ob ich hier erstmal was aufmachen soll. Komm, wir machen erstmal hier was drauf hier. Brofist. Okay, da kann man schon mal hoch. Das Ding ist, müssen wir da hoch. Okay, das kann man bewegen. Müssen wir noch herausfinden, in welche Richtung man das bewegen muss. Müssen wir noch herausfinden, was der Schalter bringt, den wir freigeschaltet haben. Ho! Der müsste hier sein, irgendwo. Wo ist der Schalter? Ah, hier. So, was macht der Schalter? Okay. Ich glaube, okay. Ich glaube, ich weiß noch nicht. So. Das können wir. Müssen wir das hier jetzt raushauen, das Zeug? Oder wo müssen wir? Müssen wir das erstmal aneinander koppeln? Wir koppeln das erstmal hier. Ja, und jetzt? Okay, das hat nichts gebracht. Jetzt ist das rot. Ich bin verwirrt. Ja, es muss doch grün sein, oder nicht? Nein, das war falsch. Ich dachte, ich kann das da irgendwie durchhauen. Aber dies war nicht. Ha. Huh. Ah. Ich glaube, ich muss den Wagen. Ich glaube, ich muss den da draufhauen und das Ding dann drehen. Auf die nächste Plattform. Oder so. Ich glaube. Weil, was sonst? Okay. Und jetzt versuchen wir das Ding mal wieder zu drehen. Da hinten. Ich weiß zwar noch nicht, was uns das bringen soll. Aber... nachdem wir das getan haben, werden wir vielleicht ein Ergebnis sehen. Mhm. Jetzt ist der hier. Tja. Macht Sinn, ne? Macht Sinn auf einmal. Ja, ja. Aha. Sehr gut.
Macht Sinn. Auf einmal macht alles wieder Sinn. So. Brofist. Gut, gut. So. Wo sind wir denn? Wo ist denn unser da unten? Wenn ich jetzt hier reingehe, ist hier was? Ah, dann sind wir wieder. Wir laufen zurück. Irgendwie so da, wo so Eisdinger waren, anscheinend. Und da können wir dann weitermachen. Aha, ja, ja. Ich verstehe, was das Spiel vorhat. Sehr gut. Deswegen mussten wir auch wieder den Wagen dahin schieben, damit wir in Ruhe zurückkommen. Aha, open the fucking door, son. Ja, immer schön aufmachen. Hier, das war doch unser erster Encounter hier. Ein Zwischenboss, so wie es aussieht. Hallo, Silke. Weiß zwar noch nicht das genaue Attack-Pattern von der, aber wenn man einfach den, dann machen wir den. Und dann geht sie zur Seite. Oh nein, das war nicht geplant. Oh, da hat sie sich gespinnt. Ist das überhaupt ein Boss? Nee. Ich dachte, das wäre irgendein mächtiger Mini-Boss, aber... Das war ja gar... Hä? Ah, vielleicht kann ich die blocken. Come on, greif mich mal an. Nein, nein, nochmal. So, damit ich dich hart blocke. Nein, nein, nochmal. Come on. Ja, anscheinend geht das. Natürlich geht das, ich hab's gerade gemacht. Oh. Ah, ist das herrlich, ist das witzig. Noch eine? Jawohl. Oh, der lebt noch. So, meine Freundin. Ja, ja, komm, komm, komm. Gedrackt. Gut, 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 gut. Noch einer? Ne, okay. Easy peasy lemon squeezy, guys. Mhm. So. Das haben wir souverän gemeistert. Meines Erachtens. Besser ging's kaum. Oh, eine Kiste. Nett, nett, nett. Gleich mal öffnen das Ding. So, hier gibt es noch eine Kiste. Eine. Irgendwas hat vibriert. Aber ist auch nicht so schlimm, ne? Gibt es da hinten irgendwo eine Secret oder Kiste oder sowas? Ja, vielleicht kann man da drauf springen und dann darüber springen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Ich weiß nicht. Wollen wir es ausprobieren? Oh, was ist da unten? Da unten ist auch noch... Na, müssen wir jetzt sowieso runter, wenn da unten auch eine Kiste ist. Ja, okay, ich wollte eigentlich versuchen, darüber zu springen, aber okay. Gut, die haben wir jetzt auch. Mal hochgehen. Oder war ich da drüben schon da oben? Ach, egal, ich habe da nichts gesehen, also wird da auch nichts sein. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Doch, oder? Nee, da hinten ist nichts. Ach, scheiß drauf. Komm da schon irgendwie hin. Tür auf jetzt hier. Ein Cola-Automat. Das gibt ja nicht. Was ist das denn?
Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber es hat geklappt und das ist auch gut so. So, was muss ich hier aktivieren? Okay. So, das brennt schon mal alles. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Eine Kiste? Wo geht's da denn lang? Da geht's zu einem Schlüsselraum und da ist ein garstiger Gegner. Hallo, Freunde. Hallo. Ja, okay, übertreibt man nicht mit eurem Feuerscheiß hier. So, da ist der Raum. Hier habe ich das eine. Hier habe ich den Ball, den ich bestimmt brauche. Davon ist gar nichts mehr. Na, her damit. Oh. Und jetzt, da ich jetzt den Ball habe, kann ich ihn ganz entspannt an. Ja, genau. Und das geht auf und dann gehen wir weiter. Weiter und weiter und immer weiter und mal die Tür auf hier. Ah, was geht ab? Auseinanderreißen, den Spaß, ein bisschen Leben zurückholen. Ja, ja, Leben. Du dort. Komm mal her. Ich hab gesagt, komm her. Du auch. So. Wir haben uns etwas regeneriert. Oh, noch einer. Schön auseinander zwiebeln. Rupfen, wie man möchte. Was ist das hier? Was sind das hier für Gerätschaften? Oh, da ist sogar eine Lebenskiste. Und da ist ein großer Raum, wo man drüber fliegen muss oder so. Ah, fliegen wir da noch drüber? Ja, da ist bestimmt das eine. Der Schlüssel und dann... Wobei, es sieht sehr rätselhaft hier aus. Es ist rätselhaft. Bestimmt können wir da nicht einfach so drüber fliegen. Ah, ja, war klar. Okidoki. Mhm. Mhm. Oh. Ah ja. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ah. Ich wette, wenn ich hier jetzt das Wasser ablasse, kriegen wir einen Bossfight. Oder sowas. Hier ist ja richtig viel los. Hier wieder drei Eingänge oder sowas. Ich bin dafür, dass wir erstmal die kleinen Viecher kaputt machen. So gut es geht. Und wenn wir das getan haben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bestimmt. Ja, sieht doch zeitlich sehr gut aus. Komm mal, ja. So, alle besiegt. Und, boah, ich weiß gar nicht, wo wir... Ach, wir müssen diese Räder lösen hier. Und da hinten müssen wir auch irgendwas lösen, bestimmt. Gut, egal, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikane. Haut rein und bis zum nächsten Mal.